Radio Niederösterreich am Vormittag mit Alice Herzog. Donnerstagvormittag hier bei uns auf Radio Niederösterreich, heute live im Studio. Edith Grünseis-Pacher, wohl die Expertin, wenn es darum geht, mobil zu sein, auch wenn es körperliche Behinderungen gibt oder nach Schlaganfall. Sie macht Fahreignungsüberprüfungen, sie gibt Fahrsicherheitskurse mit ihrem Club Mobil, den sie vor vielen Jahren gegründet hat. Und sie haben selbst alle Lenkerberechtigungen. Ist das wahr? Sehr viele. Mein LKW fahren mit Anhänger, das, wenn ich es nur höre, denke ich mir, oh Gott. Ja, ich wollte einfach beweisen, dass man, wenn man es wirklich kann, dass man es, oder wenn man es wirklich will, dass man es schaffen kann. Allerdings möchte ich jetzt nicht behaupten, dass ich LKW fahren kann. Ich habe die Erlaubnis, LKW zu fahren mit Anhänger. Aber wenn ich so die Profis sehe, die LKW-Fahrer auf der Straße, dann denke ich mir immer, das ist ein Wahnsinn, was die können. Absolut. Gehört natürlich auch die Praxis und die Erfahrung mit dazu. Aber da höre ich schon wieder die Expertin aus Ihnen. Ich habe noch eine Besonderheit bei Ihnen entdeckt. Sie tragen einen Stöckelschuh. Ja, ich habe also eine Vorliebe wie jede Frau für Schuhe. Und ich habe dann durch die Operation an meinem rechten Bein, habe ich natürlich oder muss ich einen orthopädischen Schuh tragen. Und ich habe dann, nachdem ich das erste Paar orthopädische Schuhe hatte, habe ich gewusst, na, das ist nicht mein Leben. Und seither trage ich immer einen orthopädischen Schuh und auf dem linken Fuß einen High Heel. Aus Überzeugung. Und die können so richtig schön hoch sein, weil ich muss ja nicht laufen damit. Stimmt. Ja, was ich noch bewundere an all dem, was Sie bisher schon gemacht haben, unabhängig vom Bücherschreiben und Vorträge halten und für andere da sein, Sie haben ja auch immer selbst was dazugelernt. Ja, ich habe da gesehen, Psychologiestudium beispielsweise, Coaching-Ausbildung, sogar über eine ausländische Universität, dieses lebenslange Lernen. Warum ist Ihnen das so wichtig? Ja, ich glaube einfach, man muss wirklich ein Vorbild, also eigentlich für mich, weil ich einfach neugierig bin. Und nur weil ich etwas gerne mache, möchte ich auch immer so den wissenschaftlichen Background haben, dass ich mich wirklich auskenne bei irgendwas. Und dann möchte ich natürlich auch schon Vorbild sein. Das heißt, man bekommt im Leben nichts geschenkt. Also auch ein bisschen ein Aufruf, man muss schon selber was tun, das höre ich jetzt heraus. Genau, ja? Also ich mag das nicht, wenn Leute immer glauben, andere sind für mein Leben verantwortlich. Das heißt, so die Eigenverantwortung zu übernehmen, dann Kampfgefühl zeigen, Optimismus ausstrahlen. Das sind so wichtige Punkte für mich, die ich einfach sage, das muss ein Mensch machen, der etwas erreichen möchte im Leben. Ganz egal, ob mit oder ohne Behinderung. Das ist ganz egal. Das ist unabhängig. Wobei man natürlich jetzt, wenn man körperliche Behinderung hat wie Sie, ja doch immer auch auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen ist. Ne? Das ist ja etwas, was man mal grundsätzlich akzeptieren muss, oder? Das muss man akzeptieren, ja. Also ich habe zum Beispiel auch kein Problem, dass, weil ich wechsle meine Autos relativ häufig. Okay. Und aus diesem Grund kann ich es mir nicht leisten, dass ich immer einen Rollstuhl lade, ein Ladesystem einbauen lasse ins Auto. Und weil ich auch immer relativ viel Platz brauche für Freunde, die mitfahren und so, mache ich es einfach so, dass ich, wenn ich alleine unterwegs bin, dass ich immer jemanden frage, ob er mir den Rollstuhl ins Auto gibt oder nicht. Aber ich habe kein Problem. Es hat auch in den ganzen Jahren noch nie jemand Nein gesagt. Also auch jetzt Menschen, die Sie nicht kennen, meinen Sie damit? Nein, ich frage gar nicht. Also wenn ich einkaufen fahre, habe ich ja meist niemanden mit, den ich kenne. Und dann frage ich immer jemanden. Und das war so nett. Und ich habe schon so viele tolle Menschen kennengelernt beim Rollstuhl aus- und einladen, dass ich es einfach total gerne mache. Schön, wie Sie auf andere zugehen. Bewundernswert. Sie ist übrigens auch Mutter eines 34 Jahre alten Sohnes. Genau. Ja, auch ganzer Stolz, ne? Nehme ich an. Das ist mein ganzer Stolz und er ist wirklich, der David ist das Beste, was ich in meinem Leben geschafft habe. Und an Ihrer Seite seit 20 Jahren auch Ihr liebevoller Partner, der bei uns in Niederösterreich, glaube ich, zu Hause ist. Genau, der ist aus Böhmkirchen, der Stefan. Ja, fragen wir gleich noch nach, worauf Edith Grünseis-Pacher vielleicht noch Wert legt
im Leben. Sie kocht nämlich auch ganz gerne, aber lassen Sie sich überraschen, da gibt es eine sehr schöne Geschichte dazu. Edith Grünseis-Pacher ist heute live hier bei uns im Radio Niederösterreich Studio. Eine Frau, die bereits ausgezeichnet worden ist mit vielen Ehren, etwa Gewinnerin der Aktion Helfen oder der Goldene Ehrenpreis Helfen. Da hat schon Goldenes Rad einige Auszeichnungen für sie gegeben, für all das, was sie in den vergangenen, ich glaube über 30 Jahre schon, oder 30 Jahre, ja, gemacht haben. Verantwortung für sich, aber vor allen Dingen auch für andere zu übernehmen. Ein Grundprinzip für sie geworden, haben sie uns schon erzählt, spätestens seit dem Verkehrsunfall, seitdem sie auf den Rollstuhl angewiesen sind. Und das für andere Dasein hat ihnen eigentlich den meisten Lebensmut zurückgegeben. Jetzt sage ich, die Corona-Krise hatte das Leben für Menschen mit Behinderungen noch schwieriger gemacht. Viele gehören zur Risikogruppe und leben tatsächlich, wir haben es vorhin in den Nachrichten gehört, seit vielen Monaten in einem Lockdown. Wie meinen Sie, geht es diesen Menschen oder was könnte man tun, dass es ihnen besser geht? Also ich glaube, dass das ganz schwierig ist und da ist auch wieder das Thema Mobilität wichtig, weil viele Menschen haben jetzt einfach ein Problem, überhaupt, wenn sie Risikogruppe sind, dass sie dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Mhm. Und dann ist es wieder wichtig, dass sie selbstständig mobil sein können. Aber was ich doch auch sagen muss, so wichtig mir das ist, dass jemand die Mobilität zurückbekommt, noch wichtiger ist einfach die Sicherheit im Straßenverkehr. Und aus diesem Grund kann ich wieder nur appellieren, bitte, 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 jeder, aber nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern Fahrsicherheitskurse absolvieren. Wenn jemand lange nicht mehr Auto gefahren ist, mal zu schauen, geht die Eignung zum Lenken eines Kraftfahrzeuges überhaupt noch. Und da kann man sich jederzeit an Club Mobil wenden oder wenn man keine Behinderung hat, dann an den ÖMTC-Fahrtechnik. Ich glaube, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, dann weiß man es ohnehin, wenn man unsicher wird und nicht nur bei Straßenbedingungen genau. Wie heute. Ja, sich selbst was Gutes tun. Ja, Frau Günz heißt, das ist ja auch etwas, was in Zeiten von Corona und Lockdown vielleicht zumindest der Seele gut tun kann. Wenn es zum Beispiel auch darum geht, was Gutes zu kochen, Sie sind dabei, glaube ich. Aber Sie haben eine gute Idee gehabt, auch mit karitativem Zweck. Was war das? Ja, ich wollte ja eigentlich, weil wir ja den Damen und Herren, die zu uns kommen, das Ganze immer relativ günstig anbieten oder günstiger anbieten können wollen. Also da geht es jetzt um den Club Mobil. Mobil machen wir Benefizveranstaltungen. Und ich habe voriges Jahr die Idee gehabt, 10 der besten Köche Oberösterreichs mit insgesamt 22 Hauben gewinnen zu können und das Künstlerensemble Pronto Pronto, die sind auch in Niederösterreich sehr bekannt, die wollten für uns 2 Abende komplett kostenlos auftreten, ein 5-Gänge-Luxusmenü zu kochen für insgesamt 500 Personen und die Gesamteinnahmen werden für Kunden, die bei uns einen Fahrsicherheitskurs oder eine Fahreignisüberprüfung machen, zur Verfügung gestellt. Aber Corona-bedingt musste es abgesagt werden und aus diesem Grund haben wir es dann eben auf September 2021 verschoben. Verschoben. Also nicht ganz aufgehoben. Wenn Sie zu Hause für sich selbst was kochen würden, was wäre es dann beispielsweise? Naja, also ich liebe ein Kaiserschmarrn. Ja. Also Kaiserschmarrn ist mein absolutes Lieblingsessen. Und Klassiker. Das Witzige an dem Ganzen ist ja, das ist ja österreichisch, typisch österreichisches Essen, aber den für mich besten und einfach nachzumachenden Kaiserschmarrn habe ich bei einem befreundeten Gourmetkoch gegessen. Ja. Der ist ein bayerischer Koch von der Hoftaverne in Neuburg am Inn und der hat mir dann das Rezept auch gegeben. Also es ist genial einfach und schmeckt richtig gut. Ich habe es durchgelesen, wirklich, tatsächlich einfach. Also man fängt glaube ich mit der Milch und Mehl an und dann kommen erst die Eier dazu. Naja, die Sissi war ja auch ursprünglich aus Bayern. Genau. Wer weiß, woher es wirklich stammt, der Kaiserschmarrn. Gut, wir haben genau dieses Rezept für Sie jetzt online gestellt, noe.orf.at oder Sie rufen an 027 42 23 330 und bekommen das Rezept gerne auch bei unserem ORF Niederösterreich Publikumsservice für den angeblich besten Kaiserschmarrn.
Frau Grünseis-Bacher, was wäre Ihnen wichtig jetzt im Umgang mit Menschen mit Behinderung im Jahr 2020, was wir alle beitragen könnte, jeder von uns, was wäre Ihnen da ein Anliegen? Naja, ich möchte einfach, oder ich persönlich will ja einfach ganz normal begegnet, dass mir jeder ganz normal begegnet, dass mich keiner auf den Rollstuhl reduziert, dass mich aber auch keiner auf irgendwas, auf eine Behinderung reduziert oder so weiter. Wir sind ganz normale Menschen und wir wollen einfach ganz normal so genommen werden, wie wir sind. Vielen herzlichen Dank für all Ihr Engagement. Alles Gute. Gute Danke. Fahrt in Ihrem Fall im Speziellen. Danke fürs Kommen. Danke auch. Edith Grünseis-Bacher, Vorbild für viele im Land. Nicht nur, aber ganz besonders heute am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung.